Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Ich bin heute wieder mit dem Jan hier. Der Björn ist auch mit dabei, der ist auch schon vorgegangen und macht schon mal ein paar Aufnahmen. Ja, wo sind wir heute hier? Wir sind wieder mal in einer Uferlagerung, aber nicht in Rebhorn, wo wir das letzte Mal waren, sondern eine andere, die sogenannte geheime Uferlagerung. Geheim einfach deswegen, weil man nicht genau wusste, was hier passierte. Sie war wohl einfach mal für eine Eisenbahntunnel gewesen, aber dann zur NS-Zeit war geplant, dass hier anscheinend Fertigungshallen reinkamen, wahrscheinlich für Waffen. Alliierte Luftbilder zeigen Güterzüge, wo angeblich Waffen drauf zu sehen sein sollen. Und ja, deswegen wurde das bombardiert. Aber sehr viel konnte man nicht darüber sagen. Wie gesagt, der Ort war und ist schon immer ein Geheimnis. Und deswegen schauen wir uns heute einfach mal hier um und schauen einfach mal, was wir hier so aufdecken können. Also hinter mir ist schon der Jan unterwegs. Wie ihr hört, hat er schon einige Messungen anscheinend. Schauen wir es gleich an. Hier sind wir noch am Anfang. Ich komme mal kurz zu Jan. Da seht ihr den Remmaster. Und ihr seht, ohne dass Jan jetzt gerade sich ernsthaft bewegt hat, haben wir gerade eine Energiequelle gehabt, die anscheinend kurz da war und dann wieder weg. Ich habe das K2 hier. Und ja, das hat keinen Ausschlag. Aber ist auch nicht ganz so empfindlich. So, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte. Wie ihr seht, ist hier die Portaltür schon massiv durchgerostet. Bin ich mir sicher, dass irgendwie Rostklumpen. Und da ist das Eingangsportal. Und der Kilometer. Und der Gang ist ungefähr 1,3 Kilometer lang. Ups, wir sollten mal in der Mitte laufen, wie ihr seht. Ist links und rechts schon überall Wasser. Und hier in der Mitte ist noch Stein, was natürlich dafür spricht, dass hier natürlich mal Gleisen lang gelaufen sind. Sehen wir, Jan geht jetzt vor mir ein bisschen. Schaut mit dem Remmaster, ich parallel mit dem K2 Meter. Und der hat auch noch die UV-Lampe dabei. Mit der wird er auch ab und an mal checken, ob es hier irgendwelche Sachen gibt. Ich mache einen kleinen Schritt zur Seite. Ups. Da hinten ist der Tunnelende. Kann man mal als Licht erkennen. Klar, an der Wand. Und wieder ist es weg. Jetzt sieht man jetzt auch endlich noch diese alte Bahnschwelle und noch einen Rest von, ja, wie hier mal verlegt war, die Bahnschwellen. Überall Wahnsinn, wie ausgewaschen das ist. Also die Höhe ist ungefähr, oh, lass mich nicht lügen, 7 Meter würde ich mal sagen, vielleicht auch 6. Da sieht man noch die alten Stromtrafos. Und obwohl wir jetzt das Gerät wieder hören, eindeutig kommt nicht mehr Strom. Oh. Immer wenn ich dazu komme, geht es weg, ist gemein. Gönnt euch mal den Blick. Und hier diese Stromtrassen, wo es an der Seite alles lang gelaufen ist. Gut, weiter kommen wir jetzt nicht mit dem Licht. Das heißt, die Kamera kommt nicht. Ja,
Ja, wir sollten hier auch mal EMF-Monitoring starten. Das K2 ist noch zu schwach. Machen wir dann später. Na, schaut mal da oben, wie eine Tropfsteinhöhle. Hört ihr es? Kleinen Moment mal Ruhe. Hier tropft sich verrückt. Es hat nicht geregnet. Das ist ganz normales Sickerwasser der letzten Tage anscheinend. So, kurz mal schwenken, damit wir nicht ganz nass werden. Man sieht ja auch echt nicht mehr viel von dem, was da gewesen war. Also wären wir bei Rebhuhn ja Fertigungsmaschinen oder zumindest die Podeste fanden oder so Schallbrecher bzw. so Druckbrecher für Bomben. Das ist alles hier nicht. Hier sieht es wirklich aus wie ein einfacher verlassener Eisenbahntunnel. Interessant. Oh, man steht hier permanent im Regen gerade, das ist echt unangenehm. So ist besser. Wir sind heute auch nur mit kleiner Ausrüstung hier, weil der Weg relativ beschwerlich ist. Wie ihr seht, der Jan hat auch permanent das UV mit an. Also wir schauen tatsächlich natürlich auch, ob wir da was finden. Sogar sehr gut. Ich gehe auch mal an die Wand ran. Seht, ist auch nichts Besonderes. Die Wände selbst emittieren null. Was auch komisch wäre, weil wie gesagt, der Tunnel war schon lange aufgegeben und wahrscheinlich nie richtig genutzt worden. Und so sieht er hier auch aus. Haut sich's auf? Oder nee, wenn du was war, geht's weg. Siehst du? Die Wand ist neuer. Ja. Als ob dahinter irgendwas wäre, was zugemauert wurde. Wir können ja mit der Thermalkamera da mal schauen. Wenn es dort kälter ist als der Rest vom Tunnel, dann wissen wir, dass dahinter ein kalter Luftzug ist. Ja, können wir da mal machen. Wollen wir machen? Ja, machen wir dann. Aber erstmal gehen wir ein bisschen durch. Ja, auf dem Rückweg. Ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen markant, das Merkmal. Da kann man ja, ja. Der Rest ist ja kein Ziegel, sondern so dieser Natursteinbereich. Ist interessant, es wurden hier auch mit Rot irgendwelche Markierungen gemacht, die wurden dann später auch mit Gelb immer wieder revidiert, ne? Vielleicht hat einfach einer gesoffen, die Meteranzahl hingeschrieben, hat das einer nachgemeldet und dachte, ich sag ein Idiot. 196 Meter? Könntest du ungefähr hinkommen. Ich schätze mal, was soll das sein? Was soll das sonst sein? Die Zahl wird immer größer und die wird mit den komischen Abständen immer anders. Ja. 207, ja, das könnte hinkommen. Also ihr seht, wir haben hier überall in den Wänden diese Markierungen, die anscheinend wirklich für eine Abstandsmessung sind. Thank you.
darfst gerne mit uns kommunizieren, du darfst uns auch anfassen und berühren. Du darfst uns aber nicht wehtun oder uns folgen. Wir sind hier, mit dir zu reden. Möchtest du uns irgendwas sagen? Mein Name ist Egbert, der Mann gegenüber von mir heißt Jan. Wie heißt du denn? Kannst du das hier mal nachmachen? Okay. Nicht wundern, das Licht, was uns entgegenkommt, das ist der Pian. Richtig. Aber jetzt reagiert es seltener. Einfach mal mehr. Hallo. Ja. Wie gesagt, das ist alles noch unter 1 Milligauss. Das ist echt noch nicht viel. Ja, die können tatsächlich da sein, zu denen das Ding aufgegeben wurde, ja. Also die Dinger sind richtig krass. Oh, vielleicht ist hier der Fluss drüber? Meinst du? Könnte gut sein. Der ist ja ist auf einer mittleren Etage, der ist irgendwo über den Tunnel, der Fluss. Vielleicht ist es gerade die Stelle, wo der Fluss drüber läuft. Kann gut sein, das ist dann eben was egal. Hier ist auch ein Erdrutsch oder so. Das sieht aus, als wäre es von außen nach innen und nicht umgekehrt gekommen. Ja. Guck mal, da ist auch eine Röhre drin oder so, die jetzt mitgerissen, da oben rechts. Hallo. Ein Stück Rost da. Weil ich glaube, ich bin gerade ins Loch gedreht und bin jetzt nahe gekommen. So Leute, wir laufen jetzt mal schnell hier durch. Kein Bock nass zu werden. Hier wird es wieder besser. Oh, das sieht aber auch noch mal anders aus. Was denn? Na hier, diese Wände. Achso. Ja, hier hat man halt irgendwas reingehauen, ne? Ja. Das sieht fast aus wie so eine Bunkerwand, fast schon, ne? Ehrlich gesagt, ja. So Hartfall, guck mal, so dick auch, der Beton. Ja, deswegen, das. Bin nicht ich. Ich auch nicht. Nein, ich wollte es nur sagen. Ja. Hey, war hier mal ein Bunker? Der Bunkerbereich hier ist interessant. Wir müssen auch mal mit der Wärmekammer drauf gucken, ob das hier. Auf jeden Fall. Ich überlege, ob wir das Monitoring vielleicht am besten sogar hier machen. Du hast da hin ein komisches Gefühl gehabt. Hier sind die Bunkerbereiche, das ist ausgeschlagen. Merkt ihr mal, 1,438 Meter. Da sollten wir es machen. Hier sind überall solche Eingänge. Also, vielleicht sind das die Versuche, tatsächlich mal hier was aufzustellen. Weil nur eine Eisenbahn, die dauernd durchführt, die hat ja nicht so viele Zwischengänge. Ja, nicht wundern, wenn wir sehr ruhig sind. Das hat zwei Gründe. Erstens haben wir jetzt nichts Besonderes zu erzählen, weil hier alles gleich aussieht. Und zweitens hören wir dann selbst besser, ob irgendwas anderes passiert.
So, zur Information. Ihr hört jetzt ein paar Schritte mehr hinter mir. Das ist der Björn, der hat sich jetzt uns erstmal wieder angeschlossen. Ich habe ein altes Ding. Das ist noch eine Bahnschwelle hier. Ja, ich sag, das ist ein altes Ding. Hat auch 600, der Hälfte haben wir hinter uns. Vorsicht, Jan, wir brauchen dich noch. Ja, gerade war auf jeden Fall mehr Aktivität in Anführungszeichen. Ne? Kurzzeitig, ja. Bei den Bunkerdingern da. Hier irgendwie nicht so. Aber der Ausschlag, den du jetzt hattest, war glaube ich stärker. Ich glaube, einmal hatten wir auch so einen. War, ne? 600. Ne, stimmt gar nicht. Ursprünglich, jetzt 645. Vor allem habe ich gelesen, hier soll Bernsteinsucher gewesen sein, die Löcher in die Wände gebohrt haben. Ich sehe davon einfach nichts. Bernsteinsucher waren hier angeblich, die Löcher in die Wände gebohrt haben, zu gucken, ob das Bernsteinzimmer versteckt ist. Ja, die siehst du immer in diesen Durchgängen, die sind teilweise aufgestemmt. Jetzt hier nicht. Okay, super. Ja, es gibt ja auch noch eine ganz interessante These. Die Leute suchen ja auch heute noch den Goldzug von Adolf Hitler. Ja, das stimmt. Das, ne, das passt ja zur Thematik wahnsinnig. Das auf jeden Fall. Und der Legende nach steht er ja in einem alten Eisenbahntunnel, der von beiden Seiten verschüttet ist. Ah, okay. Sehr schön. Der wird genauso gesucht wie das Bernsteinzimmer. Also ihr seht, der Zustand des Tunnels nimmt zu nach hinten hin. Sieht man immer mehr Schutt auf dem Boden. Also dass man am Anfang erstmal rausgezogen hätte, bis man rausgeholt hätte und am Ende. Kein Zeit mehr gehabt, ne? Also wahrscheinlich das Wesentliche konzentriert auf den Stahl. Ja. Jan freut sich jedes Mal, wenn der Typ sich schon messen hat. So gut einfach. Dreimal hingeschrieben, dreimal weggestrichen. So. Das siehst du, sollst du nicht drüber lustig machen. Aber dass wir es wirklich bei jedem Eingang reingeschrieben haben, ne? Ja, genau. Oh, guck mal, Jan, hier. Hier ist noch eine. Da haben sie aufgehört, sie rauszuzerren. Da geht sie direkt in den Boden rein, hier. Die Schiene. Ach jo, bis hier haben sie. Hier ist sie dann wieder. Okay. Habe ich eine Theorie? Ja? Die werden das hier genommen haben, um rechts und links eine, so eine Art Schablone angelegt haben. Dann haben die Mitte volllaufen lassen mit flüssigem Beton und sind dann nachher mit einem Brett, was sie links und rechts aufgelegt haben, gesichert. Und haben wie beim Estrichboden das Ganze danach glatt gezogen. Okay. Oh, das ist auch schon stärker. Jetzt fast wieder weg, als ich komme, natürlich. Ja, das könnte eine dieser Bernsteinbohrungen gewesen sein. Also nach dem Bernsteinzimmer. Stört dich, dass das jemand hier gebohrt hat? Fällt das auf, Jan? Wir sind wieder bei den Ziegel. Ja. Aber. Ha. Das ist eher so ein Erdegemisch, ne? Das ist irgendwie kein Stein hinter, also richtig. Nee, das ist eine Ziegelmauer und dahinter ist einfach die Erde. Nicht so wie der Schiefer oder was das da vorne war. Das ist der harte Stein. Also für alle Goldsucher und alle
sag jetzt mal, Schatzsucher, ist ja eher nicht zu hoffen, dass es irgendwie auf deutschem Boden ist. Aber guck mal, da ist schon wieder so eine Doch in der Wand, wo da so ein Holzbalken reingestopft wurde. Was ist denn der Balken drin, ja? Das ist jetzt nur hier hinten, im Vorturm reichen wir das nicht. Es scheint zur gleichen Zeit da reingeballert worden zu sein, als die hier zugemauert haben. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr passend aus. Oder ist da vielleicht wirklich einer Geburt danach reingequetscht, aber das wäre auch Quatsch. Yes. Dem wäre es ja egal. Kein Sinn. Hier ist noch ein altes Bahnzeichen. 37. Das passt zu den Dingern, die wir auch bei der anderen Uferleihung hatten. Ja. Genau so ein Schild war da auch. Genau, nur das hier ist aus Eisen. Da guck mal, da ist ja der Schiefer hinter. Ja, ich sag ja, warum hat man bitte... Das ist schon stärker. Grün. Warum hat man bitte manche Sachen so zugemauert, beziehungsweise mit Verschlägen versehen? Ja, nur wie gesagt, der Schiefer, den haben sie ja nicht nachträglich reingemacht. Der muss ja schon da gewesen. Das nicht, ich meine die anderen Sachen jetzt. Die haben sie auch dann bis zum Ende gebaut. Ich finde es halt sehr auffällig, die sind alle relativ verschieden. Du hast verschiedene Arten von, hier nennen wir es mal Nischen oder Tunneln. Welche mit Ziegel, welche mit Schiefer, welche, wo du der komplette Natur stehst. Jetzt haben wir schon was mit Erde dahinter gehabt. Komisch auf jeden Fall, ja. Man hört jetzt auch schon die Tropfsteinhöhle, von der wir uns berichtet haben. Ja, hat. Das finde ich auch gerade schon mal. Okay, also wir haben den Punkt überschritten, wo die Pfeile die eine Richtung zeigen. Die zeigen jetzt alle in die Richtung. Hey, der erste Kilometer. Oh, der Boden ist hier richtig schlecht. Ihr hört es auch schon. Da hinten kommt ein richtiger Wasserfall. Der Björn hat da hinten ja vor uns was gesehen, eventuell. Aber du hast nur das Gefühl, du siehst nichts, oder? Weil sehen kann ich nichts. Nee. Jetzt, wenn du in die Richtung guckst, siehst du nicht auch, ob da irgendwie eine Figur, aber das ist, glaube ich, einfach nur, das täuscht. Ich kann nichts erkennen. Ich sehe die zwei Lichter und links irgendwas, das reflektiert. Ein bisschen. Aber wir haben der kann auch, der können auch. Das ist der Boden. Ja, das ist glaube ich auch wieder auf den Flaschen gewesen. Ja, nee. Gut. Das sah so aus, aber da ist nichts. Man muss noch ein Stückchen schneller laufen, weil wie ihr seht, hier kommt es ordentlich runter. Da oben sind noch so kleine Risse drin. Wahnsinn. Ansonsten sieht der Tunnel hier an der Stelle noch ein bisschen rustikaler aus. Anscheinend hat man vom Eingang, also da wo wir reingekommen sind, angefangen Sachen abzubauen. Hier wirkt alles noch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, alttraditionell. Ja, jetzt sind wir gleich durch. Ihr seht da hinten schon so ein bisschen über Jans Schulter den Ausgang.
1200 Meter, okay. Sprich dafür. Oh, hier ist nochmal ein tiefer Einschnitt. Oh, hier. Wahnsinn, das ist ganz weiß. Das hat sich hier alles abgelagert. Nee, das war gerade so ein richtig ichtiger Gammelgeruch. Schon wieder? So ähnlich wie vorhin? Nee, jetzt sind wir aber eher so wie und jetzt war eher so, keine Ahnung, Kläranlage. Ja, wir müssen momentan ein bisschen vorsichtig sein. Der Boden ist hier gerade echt schrecklich. Ach, komm mal, Herr Busch. Also wie Jan schon sagt, wir kommen jetzt so Richtung Watten her gefühlt. Boah, was für ein Holz. Auf der Seite ist immer dieser Schieferbereich. Ja, jetzt halt's gut. Ich wollte gerade sagen, weil die Wand nämlich auf uns zukommt, halt's jetzt besser. So. Da sind wir am Ende vom Tunnel. Ihr seht, hier fließt es regelrecht rein. Ja, das ist der Ende vom Tunnel. Jetzt sieht man auch hier schön die Mauer. Wahnsinn. Da kommt das Wasser wirklich rein wie ein kleiner Fluss. Boah. Und ganz idyllisch von da oben runter. So. Wir sind jetzt am Ausgang vom Tunnel und die warmen Lichtpunkte, die sich wegbewegen, das sind der Jan und der Björn, die sich auf den Weg machen zum Monitoring. Und ich gehe jetzt nochmal den Tunnel ab und suche nach thermalen Anomalien. Und wie ihr halt schon seht, der Tunnel selbst hat eine Temperatur von ungefähr 7 Grad. So, von außen fließt hier das Wasser rein. Ihr seht, das ist natürlich viel wärmer. Es hat ungefähr 10 Grad. Schauen wir mal kurz hier, wo das Licht reinkommt. Ja, das ist 11 Grad, also durch das Reinfließen alleine wird es ungefähr 1 Grad kälter. So, dann lasst uns mal schauen, ob wir irgendwelche Besonderheiten finden. Könnte ja sein, dass mir doch noch irgendeine Form von Entität, ich sage mal, vor die Thermalflinte läuft. Muss nur sehr vorsichtig sein, weil es ja hier so schön matschig ist. Interessant ist natürlich über die Thermalkamera, kann ich eigentlich auch ziemlich genau sehen, wo das Wasser lang läuft. So, schauen wir uns mal diese Nische hier an. 6 Grad, nichts Besonderes. Die Vermutung ist halt, wenn dahinter zum Beispiel jetzt ein Geheimgang wäre oder das heißt gar nicht ein Tunnel, dann wäre es höchstwahrscheinlich kühler. Einfach weil dann kalte Luft dahinter wäre. Machen wir einen kleinen Thermalschwenk. Mal kurz zurück zum Eingang.
Hier ist eine der Nischen. Aber auch nichts Besonderes. Hier ist wieder eine Nische, aber eine kleine nur. Das sieht man mit dem Thermal quasi gar nicht, weil es komplett gleich warm ist. Damit sind wir heute beim Ende angekommen von der heutigen Untersuchung. Wie ihr gesehen habt, war nicht wirklich viel los gewesen. Die paar kleinen Ausschläge, die wir gehabt haben, waren unter einem Milligauss. Also können wir direkt verwerten, sage ich mal. Wer weiß, woher es kam. Aber es wäre definitiv nicht stark genug, um irgendetwas Phänomenales in Anführungszeichen zu produzieren. Wir schauen natürlich noch in der Nachbereitung, ob vielleicht doch noch irgendwas aufgezeichnet wurde. Aber ganz offen gestanden sind wir hier ein bisschen pessimistisch. Wir können, denke ich, ganz gut sagen, schon ohne die Auswertung angeschaut zu haben, hier bei den Ort ist höchstwahrscheinlich nicht viel los. Neuer? Ja, ein paar Sachen vielleicht noch, aber ganz ehrlich, die waren so sporadisch, könnte auch der Zufall gewesen sein. Genau, also ihr seht jetzt ja gleich die Auswertung und bis dann sage ich, macht's euch gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Und damit herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Nicht nur die kleinen Nebengeräusche hier wundern, es hat nur gerade ein Wolkenbruch stattgefunden und das hören wir jetzt so ein bisschen im Hintergrund höchstwahrscheinlich, aber nichts Weltbewegendes. Zu unserer Untersuchung. Wir können sagen, der Ort ist sehr, sehr spannend, sehr mystisch, mysteriös, ein langer, dunkler Tunnel mit sehr, sehr vielen einigermaßen seltsamen, ich nenne es mal Fluchtkammern oder Nischen, Rettungsnischen, was allerdings anhand der hohen Anzahl doch ein bisschen seltsam ist. Ich meine, wir haben ungefähr alle 5 Meter so eine Nische. Finde ich es ganz schön viel. Also an die Bahner da draußen, vielleicht mal die Frage an euch, ist das wirklich üblich, dass man so viele Nischen hat? Von modernen, sage ich mal, jetzt Tunnels, kenne ich das ein bisschen anders, aber ich bin jetzt auch kein Hardcore-Bahner und nur rudimentär mal so ein bisschen was aufgeschnappt. Deswegen die Frage gerne an euch, ist das normal, weil ich wundere mich ein bisschen. Vor allem, dass die aus verschieden sind. Also wir haben ja die einen, die da aus Ziegel sind, die anderen sind noch aus Naturstein, die anderen trafen auch hartes Gestein, was meines Erachtens wie Schiefer aussah. Finde ich jetzt ein bisschen sehr seltsam. Ach ja, und die geziegelten Bereiche hatten wir auch. Vielleicht aber auch als Funktion so wie Mini-Bunker, sage ich mal, immerhin diese Uferlagerung oder der Tunnel, je nachdem wie man das nennen möchte, ist ja natürlich auch aus der Sicht, wäre es einigermaßen bombensicher damals gewesen. Natürlich, Problem ist immer, wenn die Ein- und Ausgänge irgendwann zugebombt sind, hat man trotzdem ein Problem. Naja, aber zum untersuchungstechnischen Teil können wir sagen, wie ihr gesehen habt, war nicht wirklich viel los. Ja, der RAM Master hat an einigen Stellen ab und an mal ausgeschlagen. Man muss aber bedenken, der ist wirklich sehr, sehr fein. Also das ist hier im Bereich zwischen 0,5 und 1 Milligauss, wirklich nicht besonders viel. Und darauf sollte man jetzt nicht, sage ich mal, besonders viel geben. Das K2-Meter fängt bei 1,5 Milligauss an, hat entsprechend keinen Ausschlag gezeigt. Und es ist natürlich trotzdem die Frage, woher kam das bisschen Energie, aber das ist so wenig Energie, dass man sagen kann, hier würde eh sich daraus nichts entwickeln können. Wenn man bedenkt, 1 Milligauss braucht man, um Staubkorn 1 cm zu heben. Also wenn man hier im Bereich kleiner 1 Milligauss sind, kann man sich vorstellen, wie wenig Energie das eigentlich ist.
Ja, ansonsten ist ja nicht viel passiert. Wie ihr auf den Aufnahmen gesehen habt, war da jetzt auch nichts parapsychologisch Spannendes. Der Ort selbst, die Geschichte, der Aufbau von den Dingen ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber aus parapsychologischer Sicht natürlich steht im Vordergrund, ist da irgendwas Phänomenales unterwegs. Und das können wir hier wohl zumindest für den Durchgang, den wir gerade hatten, eindeutig verneinen. Hier haben wir kein Anzeichen, keinen wirklichen hohen EMF-Stausschlag. Wir haben Temperaturbegehungen gemacht, ihr habt gesehen, es gab keine wirklichen Anomalien, die nicht erklärbar gewesen wären. Es war nichts Besonderes zu hören oder zu sehen, von daher können wir hier mit relativ hoher Sicherheit sagen, hier ist nichts, der Parascore ist tatsächlich auch null, weil nichts dabei ist, was man wirklich verwerten konnte. Und ja, damit bin ich eigentlich heute schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es war trotzdem für euch interessant, immerhin war es, wie gesagt, ein sehr spannender Ort. Und wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid, wenn wir an andere Orte gehen und schauen, ob wir da was finden. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.